Hallo zusammen, heute geht es um die Teilbarkeitsregeln. Wir starten mal hier vorne bei der Zahl 2. Wann ist eine Zahl durch 2 teilbar? Das ist ganz einfach. Man schaut sich einfach die letzte Ziffer an, das ist die 4. Das ist eine gerade Zahl und damit ist die komplette Zahl durch 2 teilbar. Gerade Zahlen sind ja die 0, 2, 4, 6 und 8. Wenn also eine von diesen Zahlen hier hinten steht, dann ist die Zahl durch 2 teilbar. Wenn nicht, so wie hier unten, da steht die 5, das ist eine ungerade Zahl und deswegen ist die komplette Zahl nicht durch 2 teilbar. Das ist alles. Also einfach auf die letzte Stelle schauen, ist die gerade, dann ist die ganze Zahl durch 2 teilbar. Wenn nicht, dann eben nicht. Bei der 3 ist es schon ein bisschen umständlicher. Da können wir uns die Zahlen nicht einfach so anschauen, sondern wir müssen die sogenannte Quersumme bilden. Das bedeutet, ihr schnappt euch jetzt jede Ziffer und addiert die auf. Also 2 plus 7 plus 1 plus 8. Was hätten wir da dann, wenn wir das mal ausrechnen? 2 plus 7 sind 9, plus 1 sind 10, plus 8 sind 18. Und nur diese neue Zahl interessiert uns jetzt. Ist die 18 jetzt durch 3 teilbar, dann ist auch die komplette Riesenzahl durch 3 teilbar. Die 18 kann man ja durch 3 teilen, die passt da 6 mal rein. Also wissen wir, dass diese ursprüngliche Zahl tatsächlich auch durch 3 teilbar war. Hier unten, wenn wir das mal checken, kurz die Quersumme berechnen, 4 plus 7 sind 11, plus 1 sind 12, plus 2 sind 14. Die 14 ist aber nicht durch 3 teilbar und deswegen ist auch die ursprüngliche Zahl nicht durch 3 teilbar. Wenn man das so kennengelernt hat, kann man sich auch das ganz gut merken, hoffe ich zumindest. Bei der 4 schauen wir uns jetzt nicht nur die letzte Ziffer an, sondern die letzten beiden. Die schnappt ihr euch und schaut, ob die durch 4 teilbar ist. Egal wie lang die Zahl ist, ihr nehmt euch nur die letzten beiden Ziffern. Das ist jetzt die Zahl 71, die kann man nicht durch 4 teilen, deswegen ist auch die ganze Zahl nicht durch 4 teilbar. Anders hier unten, wenn wir uns da die letzten beiden Ziffern anschauen, das ist die 48, die kann man durch 4 teilen, die passt dann nämlich 12 Mal rein. Und damit ist dann auch die ganze Zahl durch 4 teilbar. Das ist die Regel, also die letzten beiden Ziffern, wenn uns die 4 interessiert. Bei der 5 schauen wir schon wieder nur auf die letzte Ziffer, aber da ist es ganz einfach zu entscheiden. Da muss eine 5 stehen oder eine 0. Also diese beiden Ziffern müssen hinten stehen, dann ist eine Zahl durch 5 teilbar. Also eine 0 oder eine 5 an der letzten Stelle. Wenn da so wie hier eine 3 steht, dann schon nicht. Die ist ganz angenehm. Die 6. Die setzt sich jetzt zusammen aus zwei Zahlen, die wir schon kennengelernt haben. Nämlich kann man die 6 ja schreiben als 2 mal 3. Und damit ist eine Zahl jetzt durch 6 teilbar, wenn sie durch 2 und durch 3 teilbar ist. Überprüfen wir das mal. Eine Zahl ist durch 2 teilbar, wenn die letzte Ziffer gerade ist. Das haben wir hier. Und eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist. Berechnen wir mal die Quersumme. 3 plus 5 sind 8, plus 1 sind 9, plus 6 sind 15. Und 15 ist durch 3 teilbar. Damit ist auch die ganze Zahl durch 3 teilbar. Und damit ist die Zahl durch 2 und durch 3 teilbar. Und damit insgesamt eben durch 6. Also solche zusammengesetzten Zahlen kann man eben auf die Regeln zurückführen, die man schon kennt. Bei der 7 muss ich euch leider enttäuschen. Dafür gibt es keine einfache Regel, die man so ausprobieren kann. Da ist tatsächlich das Einfachste, die Zahl zu nehmen, schriftlich durch 7 zu teilen und zu gucken, ob da eine ganze Zahl rauskommt. Da bleibt einem leider nichts anderes übrig, als das so auszurechnen. Bei der 8... Da gibt es jetzt wieder eine Regel und zwar schauen wir da nicht nur auf die letzte, nicht nur auf die letzten beiden, sondern auf die letzten 3 Ziffern. Die nehmt ihr euch, schreibt die zu einer Zahl, das ist jetzt hier die 72 und guckt, ob die durch 8 teilbar ist. 72 durch 8 sind 9, das passt, also ist auch die komplette Zahl durch 8 teilbar. Und auch hier unten, 225, die letzten 3 Ziffern, ist die Zahl selbst. Das ist natürlich blöd, da hat man gar keine gute Aussage jetzt hier.
Aber man kann so ein bisschen überlegen, ob die überhaupt durch 8 teilbar sein könnte. Denn in der 8, die kann man ja auch wieder als 2 mal 4 zum Beispiel schreiben, in der 8 steckt die 2. Also die Zahlen, die durch 8 teilbar sind, die müssen auf jeden Fall auch durch 2 teilbar sein. Wenn diese Zahl hier gar nicht durch 2 teilbar ist, weil hier hinten ist eine 5, das heißt, die Zahl kann nicht durch 2 teilbar sein und damit kann sie automatisch schon auch nicht durch 8 teilbar sein. Also so kann man es auch immer ein bisschen ausschließen, gucken, welche Faktoren in so einer Zahl drinstecken und wenn da die 2 drinsteckt, dann muss das immer eine gerade Zahl sein. Ansonsten kann sie eben nicht durch die 8 teilbar sein. So, dann kommen wir zur 9. Die ist sehr ähnlich zur 3, weil wir wissen ja auch, 3 mal 3 ist 9. Und zwar ist das jetzt auch wieder mit der Quersumme. Wir berechnen die. 1 plus 4 plus 4 sind 9. Und jetzt ist es aber so, wenn die Quersumme durch 9 teilbar ist, dann ist die komplette Zahl durch 9 teilbar. 9 durch 9 geht, also war diese Zahl durch 9 teilbar. Sehr ähnlich also zu der Quersummenregel von der 3. Am schönsten ist die Zahl 10, denn da sind wir sehr schnell fertig. Hinten muss eine 0 stehen. Nur dann ist die Zahl durch 10 teilbar. Wenn da keine 0 steht, dann eben nicht. Da sind wir sehr schnell fertig. Sehr ähnlich ist es dann mit der 100. Wenn da 2 Nullen sind bei der Zahl, müssen hinten auch 2 Nullen stehen. Nur dann ist die Zahl durch 100 teilbar. Bei 1000 dementsprechend müssen 3 Nullen stehen und dann ist die Zahl durch 1000 teilbar. Kann man sich ganz gut merken. Die 11. Die ist jetzt relativ selten, kommt die vor in den Teilbarkeitsregeln, aber es gibt eine Regel und die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und zwar rechnet man hier auch mit einer Quersumme, aber nicht mit der Quersumme, die ihr gerade eben kennengelernt habt, sondern mit der alternierenden Quersumme. Das bedeutet, dass man nicht immer plus rechnet, sondern dass sich das Vorzeichen abwechselt. Man startet zwar mit der 1, dann aber nicht plus, sondern minus 0. Dann wird gewechselt zu einem plus 4, wieder wechseln, minus 6, wieder wechseln, also plus 5 und minus 4. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, 1 minus 0 ist 1, plus 4 sind 5, minus 6 sind minus 1, plus 5 sind 4, minus 4 sind 0. Und jetzt ist es trotzdem dieselbe Frage wie eben. Wenn die Quersumme durch 11 teilbar ist, dann ist auch die ganze Zahl durch 11 teilbar. 0 kann man durch 11 teilen, also 0 durch eine Zahl geht immer. Deswegen ist die komplette Zahl hier tatsächlich durch 11 teilbar. Also mit der alternierenden Quersumme ist diese Regel möglich. Hier unten überprüfen wir das gerade mal noch. 2 minus 9 plus 8. 2 minus 9 sind minus 7. Plus 8 sind 1. Und 1 kann man nicht durch 11 teilen, also diese Zahl hier ist nicht durch 11 teilbar. Dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen, falls sowas tatsächlich bei euch vorkommt. Die 12 können wir jetzt wieder auf 2 Zahlen zurückführen, die wir schon kennen, nämlich die können wir als 3 mal 4 schreiben. Und da ist es jetzt auch wieder so, die Zahl ist durch 12 teilbar, wenn sie durch 3 teilbar ist und durch 4. 3 teilbar war das mit der Quersumme, das heißt 6 plus 7 plus 2, schauen, ob das durch 3 teilbar ist. 6 plus 7 sind 13, plus 2 sind 15. Das passt. 15 ist durch 3 teilbar. Und mit der 4 war das mit den letzten beiden Ziffern. Überprüfen, ob die durch 4 teilbar sind. Das sind sie. Und damit ist die ganze Zahl durch 12 insgesamt teilbar. Das kann man immer sehr gut anwenden. Bei der 15 genauso. Man schreibt es als 3 mal 5. Und überprüft dann diese beiden Regeln, die 3 schon wieder das mit der Quersumme von eben und der 5, ob hinten eine 5 oder eine 0 steht. Und auch diese Zahl ist damit dann insgesamt durch 15 teilbar, wenn beide einzelnen Regeln hier gelten. Dann haben wir noch die 25. Da schauen wir uns jetzt wieder die letzten beiden Stellen an und schauen, ob die selbst durch 25 teilbar sind. Die 50 ist durch 25 teilbar, die passt da zweimal rein, das passt.
Die 28, das funktioniert nicht, da ist Rest mit dabei. Oh, da kommt kein Häkchen hin, das passt eben nicht. Eine Zahl ist nur durch 25 teilbar, hinten, wenn da entweder zwei Nullen, die 25 selbst, die 50 oder die 75 steht. Nur dann in den letzten beiden Ziffern, dann ist eine Zahl durch 25 teilbar. Und zu allerletzt noch die 125. Da schauen wir uns jetzt die letzten drei Ziffern wieder an. Und genau dasselbe, wenn diese Zahl, die 250, durch 125 teilbar ist, was sie ist, dann ist die ganze Zahl teilbar. Wenn das nicht der Fall ist, dann eben nicht. Also die Regeln ähneln sich dann doch an manchen Stellen, aber man muss es dann doch auch ordentlich auswendig lernen, damit man das nicht verwechselt. So, dann hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Einblick in die Welt der Teilbarkeit geben konnte und dass ihr eure Aufgaben jetzt damit lösen könnt. Ansonsten sehen wir uns sehr gerne bei einem nächsten Video. Macht's gut!